Hallo und herzlich willkommen zurück. Diesmal nur ganz kurz. Eine kleine Ankündigung von holase-linuxgaming.de für euch. Wir fahren einen, wie ihr unschwer erkennen könnt, Voxlands-Server. Wie das Ganze funktioniert und wie ihr da mitspielen könnt, tja, ihr müsst euch zuerst einmal Voxlands kompilieren auf eurem System. Da gibt es eine wunderbare Anleitung, entweder auf holase-linuxgaming.de oder aber im dabei liegenden README. Wenn ihr das gemacht habt und habt unter Binnen eure Voxlands-Binary, die ihr ausführen könnt, seht ihr dieses wunderbare Fenster und dann gibt es hier die klasse Option Netzwerkserver. Da geht ihr einfach mal drauf und fügt hier oben einen beliebigen Nutzernamen ein als allererstes. Zum Beispiel in meinem Fall vertippe ich mich. Es wird immer schlimmer. Meldrian, dazu gebt ihr das dazu passende Passwort ein. Bei der erstmaligen Eingabe wird euer Benutzer angelegt. Das heißt, was auch immer ihr da mit eurem Benutzernamen Hans eingebt, zum Beispiel Wurst, als Passwort. Das müsst ihr auch zukünftig immer benutzen, aber ich glaube, der Sinn von Benutzernamen und Passwort ist den meisten bekannt. Und dann benutzt ihr einfach oder sagt ihr einfach holase-linuxgaming.de. Das ist die Adresse, wo ihr hinwollt, an den Port 3.0.0.0.0. Und dann sagt ihr, benutzt ihr diesen magischen Knopf hier, der funktioniert genau so, wie es da steht, nämlich verbinden. Und dann seid ihr auch schon da. Und dann seht ihr einen wunderbaren Voxlands-Server, auf dem ihr rumgeistern könnt. Ich glaube, jeder, der neu joint, hat auch gleich die passenden Berechtigungen. Wenn nicht, müsst ihr irgendjemand fragen. Aber ich glaube, hier kann jeder sofort bauen, wenn er das möchte. Und dann sagen wir noch dem lieben Nascha hallo. Der ist nämlich online. Und vielleicht sagt er auch zurück hallo. Und dann könnt ihr quasi mit ihm spielen. Oder mit jedem anderen, der gerade online ist. Oder mit euren Freunden, wenn ihr die dazu überreden könnt, online zu gehen. Oder. Lange Rede kurz, holase-linuxgaming, moin Meldrian schreibt da, hat einen Voxlands-Server laufen, den ihr gerne benutzen könnt. Wir freuen uns über eure Beiträge, über eure Bauten und das, was ihr hier sonst noch so veranstalten wollt. Falls ihr euch in einer kleinen Gruppe trefft, bieten wir natürlich darüber hinaus auch einen passenden Mumble-Server an, den ihr ebenfalls gerne nutzen könnt. Dazu bitte mal auf holase-linuxgaming.de im Bereich Services gucken. Dort ist der Mumble-Server aufgelistet und alle Zugangsdaten, die ihr dafür braucht, etc. pp. Aber das ist eine andere Geschichte. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schön, dass ihr mir kurz zugehört habt. Bis zum allernächsten Mal. Macht das gut. Haut da rein. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Tschüss.